Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark. So, in dieser Folge wollten wir uns zur Tankstelle aufmachen, aber da draußen Kackwetter ist, warte ich jetzt erstmal ein bisschen ab. Wir warten und dann schlafen wir auch noch mal ein bisschen. 8 Stunden Tageslicht, super. Sehr schön. So, trockener Mund, das ist erstmal in Ordnung. Wir gucken mal, ob wir die Dose hier noch wegkriegen. Nur ein bisschen weniger Gewicht mit rumtragen ist ja immer super. Ah, nicht komplett, aber fast. So, nochmal ein bisschen trinken. Okay, Wohnwagen verlassen. Wir machen uns auf. Und zwar möglichst auf direktem Weg zur Tankstelle. Mit dem Gepäck, was wir dabei haben. Wir sind ein klein bisschen überladen. Das ist aber, hält sich alles in Grenzen. Ich hatte ja kurz überlegt, ob ich da hinten nochmal über die Brücke gehe und dann da von hier aus gesehen links runter gehe, um dort zu dem Haus und zu dem Picknickplatz zu gehen. Aber ich habe mir dann gedacht, das ist eigentlich total blöd. Wir werden erstmal versuchen, uns zur Tankstelle durchzuschlagen. Und dort erstmal unsere Basis aufzuschlagen. Und von dort aus werden wir dann ein paar kleinere Ausflüge unternehmen, um zu schauen, was wir hier noch alles looten können. Wir haben schon die erste Dose Limo gefunden, die schon verranzt war. Was natürlich blöd ist, aber jetzt auch kein Beinbruch. Das war ja zu erwarten, ne? Denn mit dem letzten Patch haben wir diese Situation halt einfach bekommen. So, und ich werde jetzt hier querfeld einlaufen. Gar nicht erst versuchen, dem Weg zu folgen. Müssen wir nicht unbedingt. Wenn wir auf Wölfe stoßen, dann stoßen wir halt auf Wölfe. Ich werde auch hier erstmal alles unberührt lassen, weil hier wollen wir eh nochmal hin. Sprich, ich werde auch da hinten in das Haus nicht reingehen. Ich werde die Pilze nicht mitnehmen. Ich werde die Schößlinge nicht mitnehmen und so weiter und so fort. Ich werde hier alles unberührt lassen und werde wirklich versuchen, jetzt erstmal direkt zur Tankstelle durchzukommen. Dies machen wir. So, ja, der Kamerad hat uns natürlich schon von weitem gesehen. Der kann aber auch ruhig ganz beruhigt hier rumhoppeln. Den lassen wir auch erstmal in Ruhe. Wir brauchen uns erstmal so weit um nichts zu kümmern. Wir haben noch ein bisschen was zu essen. Wir haben noch ein bisschen was zu trinken. Wir haben genug Pelze und Därme. Und es könnte sein, dass da eventuell gerade mein Paket kommt, auf das ich schon so lange gewartet habe. Denn der Hund tickt geradeaus. Und das deutet darauf hin, dass irgendjemand an der Tür ist. So, hier können wir ganz beruhigt auch hier lang gehen. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt querfeld einzulatschen. Solange wir da vorne nichts sehen, so kein Getiers wahrnehmen, ist das eigentlich alles okay. Die Straße birgt halt auch echt so seine Gefahren, ne? Gerade wenn wir in Richtung Tankstelle kommen. Und da sage ich ganz ehrlich, komme ich lieber von hier oben. Denn von hier oben hat man einen etwas besseren Überblick über die Gegend und kann ausloten, wo sind denn da die Wölfe? Wo kann ich denn hier lang gehen? Wo werde ich denn gefressen? Ganz zur Not haben wir halt auch das Gewehr mit dabei, ne? Was uns. Ja, das ist auch direkt auf der 2 vor dem Bogen. Das ist wunderbar. Ach, guck mal, ich habe sogar noch Dosenfutter. Komm, das hauen wir jetzt mal weg, dann ist die Dose weg. So, jetzt haben wir auch nichts mehr zu essen. Das freut mich besonders. Aber das passt schon. Wir haben jetzt im Prinzip ja auch erstmal nichts zu befürchten. Ne? Wenn Wölfe kommen, dann kommen sie eh, ob wir jetzt was zu essen mit dabei haben oder nicht. So, da unten haben wir auch schon die Straße. Ich werde aber trotzdem hier oben weitergehen. Ich glaube, mal umgucken. Ja, doch, die Tankstelle ist noch ein Stück. Wir sind schon eine Ebene zu tief. Ne? Normalerweise, wenn wir da oben lang gegangen wären, weiter, dann wären wir relativ auf direktem Weg bis zur Tankstelle gelaufen. Oder hätten zumindest auf relativ direktem Weg bis zur Tankstelle laufen können. Hier unten müsste ein Hirsch liegen, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Hirsch.
Und da ist jetzt die Frage, 7 Stunden Tageslicht. Es ist nicht kalt. Den könnten wir eigentlich auseinandernehmen. Denn dann haben wir, wenn wir an der Tankstelle ankommen, erstmal was zu essen. Das wird vermutlich zwar nicht mehr so gut in Schuss sein, aber das sei erstmal dahingestellt. Machen wir trotzdem. Die 3 Kilo mehr Gewicht machen es jetzt auch nicht. So, hier haben wir noch eine Krähenfeder. Mit den Krähenfedern waren die Krähen auch schon mal großzügiger. Komm schon. Oh, du willst mich ja jetzt verkackeiern hier, oder? Ich guck gerade mal. 55% Haltbarkeit. Oh, ne. Und es ist trotzdem schon schimmelig. Okay, das habe ich kommen sehen. Den werde ich liegen lassen. Den werde ich nicht auseinandernehmen. Der stört mich erstmal nicht. Aber der stört mich jetzt gerade vom Gewicht her und von der Zeit her. Denn das ist nicht mehr so lange hell. Und ganz ehrlich, so dringend brauchen wir den jetzt gerade nicht. Und ich möchte nicht hier irgendwie noch einen Zwischenstopp machen. Den können wir uns später immer noch holen, wenn er da liegt. Von der Tankstelle bis dahin ist man immer noch mal fix gelaufen. Es geht mir jetzt erstmal darum, möglichst schnell zur Tankstelle zu kommen und dort mal den ganzen Ballast abzuschmeißen. Vielleicht werden wir genötigt werden und mit dem Gewehr gleich vor der Tankstelle erstmal aufräumen müssen. Wäre in der Tat auch nicht das Schlimmste, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, wir können natürlich nicht sprinten, denn wir sind ziemlich überladen. Ich freue mich aber in der Tat auch ein bisschen, dass wir wieder an der Küstenstraße sind. Nochmal so eine andere Map. Und hier gibt es halt auch echt viel zu erkunden, viel zu holen. Uns fehlt ja immer noch das Achievement, ne? Hereinspaziert. Und ich hoffe, dass wir das hier an der Küstenstraße hinkriegen. Falls das nicht funktioniert, dann wird es echt schwierig rauszufinden, wo wir denn noch nicht waren. Denn dann müssten wir im Prinzip den kompletten Rätselsee nochmal abgrasen und die komplette Küstenstraße nochmal abgrasen. Und das wird ein Spaß. Ich hoffe mal, dass wir das Ganze routiniert. Wir sind ja eigentlich sehr akribisch, was die Orte betrifft. Also was das Abgrasen der Maps betrifft. Ne? Von daher dürfte es eigentlich müssten wir das Achievement hier mit Gretchen hinkriegen. Das sollte eigentlich funktionieren. Denn ich meine, wir haben den Rätselsee sehr akribisch erkundet. Und dann ist jetzt quasi nur noch, in Anführungszeichen, die Küstenstraße übrig, wo wir hier auch in jeden Innenraum rein müssen. Ne? Aber das, denke ich mal, werden wir ganz gut hinkriegen. So, da ist auch schon das erste Auto, aber auch das werde ich erstmal in Ruhe lassen. Denn wir sind eh schon zu schwer. Und wir haben zwar eine Brechstange dabei. Ja, komm, wir können zumindest den Kofferraum schon mal aufmachen. So, will ich ja gar nicht durchsuchen. Dann haben wir die Brechstange zumindest schon mal ein bisschen abgenutzt. Kann man machen. Ne? Was hat die Brechstange jetzt noch? Die hatte 11%, als wir sie mitgenommen haben. 9%, okay. Das Risiko ist jetzt immer da, dass die kaputt geht. Und ich glaube, bei den Kofferräumen ist es auch so, dass man die dann nicht mehr öffnen kann. Ne? So wie das bei den Schränken auch ist. Wenn man da mit einer Brechstange dran geht und die Brechstange während des Aufbrechvorgangs kaputt geht, ist der Schrank nicht mehr zu öffnen. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann. So rein technisch vom realen Leben her. Aber gut. So ist das manchmal. Ne? Man muss auch nicht alles nachvollziehen können. Aber rein logisch erschließt sich mir das nicht. Ist aber nun mal einfach so. So, wir können aber mit der Brechstange, ich gucke jetzt mal, wie viel hier los ist, so rein wolftechnisch. Wir können mit der Brechstange da hinten auf der Straße das Auto noch aufbrechen, dann haben wir ja hier mindestens noch 2 Autos stehen. Und das ist genau das, was ich meinte. Ne? Man hat hier zwar die Straße im Blick, aber links und rechts sind halt Schneehügel, deswegen gehe ich hier nochmal einen kleinen Schlenker und versuche ein bisschen höher zu kommen, damit ich ein bisschen besseren Überblick habe über die Gegend
und frühzeitig sehen kann, ob irgendwo ein Wolf entgegenkommt. Uns. Hä? Satzstellung, Klaus, Satzstellung. Ob uns irgendwo ein Wolf entgegenkommt. Ich hatte kurzzeitig gedacht, ich hätte einen Bär gehört. Das denke ich eigentlich immer noch, dass ich einen Bären höre. Aber ich sehe keinen. Von daher gibt es auch keinen. Okay. So, dann gucken wir doch mal. Es ist erstaunlich leer hier gerade. So, der muss nicht aufgebrochen werden. Okay, das ist nur ein Briefkasten. Ich gehe jetzt gerade mal die Autos ab, bevor ich in die Tankstelle gehe, damit wir die Brechstange loswerden. Wobei, ist auch Quatsch, ne? Vielleicht haben wir in der Tankstelle ja Schränke, die wir aufmachen können. Ah. Jetzt bin ich im Zwiespalt. Falls es in der Tankstelle keine Brechstange gibt, mache ich damit lieber die Schränke auf als die Kofferräume, wenn ich ehrlich sein soll. Deswegen gehe ich doch zuerst mal in die Tankstelle. So, komischerweise kein Wolf hier. Ich wette aber darauf, dass sich das noch ändern wird in sehr naher Zukunft. Okay, erstmal sind wir angekommen. So, wir haben noch genug Zeit übrig, um hier nochmal ein bisschen rumzuschauen. So, wir haben das natürlich nicht als neuen Ort entdeckt, weil wir hier schon mal waren. Durchsucht, leer. Ich gehe erstmal kurz die großen Schränke ab, um zu gucken, also die Spinte, um zu gucken, ob wir die Brechstange hier überhaupt benötigen. Nein, benötigen wir nicht. So, und das ist jetzt echt der Nachteil. 5%. Die kann man auch essen. Die kann man auch noch essen. Und jetzt kommt hier das große Erwachen. 0%, die ist 14%, die kann man noch trinken. Die kann man auch noch trinken. Das ist echt jetzt das Blöde daran. Die ganzen Lebensmittel, hoppala, ne, die wollte ich mir mitnehmen. Die ganzen Lebensmittel, die hier halt frei rumstehen, haben jetzt das Risiko, dass sie halt verdorben sind. Wie die zum Beispiel auch. Salzcracker nehmen wir mit. Also alles, was jetzt hier so offen rumsteht, ist höchstwahrscheinlich vom Risiko betroffen, dass es schlecht geworden ist. Und das ist in den anderen Häusern halt genauso. Ne? So, hier haben wir nochmal eine Sturmlaterne, das ist auch super. Okay, erstmal Gewicht loswerden. Erstmal kurz ein bisschen Gewicht loswerden. So, wie zum Beispiel hier das ganze getrocknete Zeugs. Schmeißen wir alles mal. Also da waren jetzt auch nicht getrocknete Sachen dabei, das sortiere ich aber später. Ich möchte erstmal kurz mein Inventar leer kriegen. Die Brechstange behalte ich nochmal. Hier das Beil schmeißen wir raus. Die Gewehrmunition schmeißen wir raus. Das Werkzeug schmeißen wir raus. Das Nähset natürlich auch. Das Gewehr schmeißen wir raus. Wir werden uns jetzt wieder mit Bogen betätigen. Hier den kaputten Pfeil, den Kanister. Das Fleisch schmeiße ich hier mal gerade kurz raus. Ich sortiere das auch gerade erstmal gar nicht. Und ich schmeiß das auch alles hier erstmal rein. So. Denn jetzt gehen wir nochmal raus. Das machen wir noch. Und gehen die Autos mal ab. In der Hoffnung, dass noch immer keine Wölfe da sind. Ihr hört das auch, ne? Ist das der Bär? Das ist der Bär. Alter. Wir haben aber auch ein Glück, ne? Der Kofferraum ist offen. Wir haben auch echt ein Glück, ne? So, den machen wir noch auf. Den können wir auch jetzt erstmal durchsuchen, das ist okay. So, jetzt ist nur noch das Auto an der Straße übrig und da latscht natürlich gerade genau der Bär rum. Deswegen mache ich hier mal einen kleinen Schlenker.
Okay, er latscht nicht direkt an der Straße rum. Das ist schon mal gut. Oh, er latscht doch relativ direkt an der Straße rum. Ne? Ah, zum Auto schaffen wir es vielleicht. Ne? Alter, drei Wölfe auf der Eisfläche, habe ich gesehen. Okay, und ab in die Tankstelle. Okay, also, ne, hat man jetzt gesehen, den Kofferraum kriegt man anscheinend doch noch auf, aber die Brechstange ist hinüber. Das heißt, die können wir jetzt nur noch zerlegen. Und können dann erstmal den Kofferraum nicht aufmachen. Das ist aber auch erstmal gar nicht so schlimm. So, wir haben die Laterne. Und jetzt würde ich sagen, räumen wir die Tankstelle jetzt hier mal richtig leer und bunkern das erstmal irgendwo zentral, bevor wir das dann irgendwann sortieren. Hier den Schlafsack zum Beispiel. Oh, der könnte auch kaputt sein. Ach, alter Schwede. Ja, das ist wirklich doof. Na, hätte ich das gewusst, als ich hier war und hier alles durchsucht habe, ne, dann hätte ich die ganzen Sachen erstmal in Schränke sortiert, weil da halten die halt offensichtlich etwas länger. Ne? Da werden die nicht so schnell schlecht. Aber wie das immer so ist, ne? Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. So, hier ist nichts mehr. Das leidet halt alles, ne? Ja, getting kinda heavy, bla bla. So, ne, wir nehmen das jetzt erstmal alles hier raus, alles mit. Leer durchsucht. Hier haben wir noch eine Säge. Super, ne? Gut, dass wir auch das ganze Werkzeug natürlich mitgenommen haben. Nicht, dass ich das noch in Erinnerung gehabt hätte, dass wir das ganze Zeug hier haben. Aber es war auf jeden Fall sinnvoll, das halt nicht alles mitzunehmen. So, hatte gedacht, im Augenwinkel da was gesehen zu haben. Habe ich aber offensichtlich nicht. Beziehungsweise, also ich habe schon was gesehen. Aber nichts Relevantes. So, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen zu essen hier. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Hier habe ich das ganze Zeug reingepackt schon. Hier haben wir noch eine Mütze, die wir auseinandernehmen können. Leer, 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 leer. Hier haben wir noch Streichhölzer, super. Nochmal Metallschrott, sehr schön. Oh, noch eine Limo, 7%. Und noch eine 51% Limo. Okay, so. Dann haben wir jetzt hier erstmal alles durchsucht. Und ich würde sagen, ich mache mir hier wieder meinen Nahrungsschrank. Erstmal alles reinpacken. Die Laterne brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Ja, komm, das machen wir noch. Ja. Ändern wir gleich, Gretchen, ändern wir gleich. So. Erstmal müssen wir hier für ein bisschen Ordnung sorgen. So. Und so. So, und ich werde das Risiko jetzt eingehen und diese beiden Gegenstände hier essen. Und schauen, ob wir eine Lebensmittelvergiftung kriegen. Keine Lebensmittelvergiftung. Auch keine Lebensmittelvergiftung. Wir haben nach wie vor mit diesen Lebensmittelvergiftungen echt Glück, ne? Das kann man einfach nicht anders sagen. Das tut mir natürlich für euch ein bisschen leid. Weil ich ständig lese von euch, dass ihr ständig Lebensmittelvergiftungen bekommt von so einem Kram. Und das ist natürlich relativ blöd, das gebe ich gerne zu. Aber ich habe da irgendwie das Glück, dass das bei mir nicht anschlägt. So. Ich werde hier jetzt Werkzeug und sowas reinpacken. Hier, Kanister, Säge, Messer, Hammer, Gewehr. Noch ein Messer. So, der Klaus muss hier mal gerade kurz auf den Knopf drücken. Werkzeugsets. Das 100% Beil. Das Nähset. Die Munition. So, und dann sieht das Ganze hier schon mal wieder relativ ordentlich aus. So, und hier einfach nur der Vollständigkeit halber werde ich jetzt erstmal hier das Zeug hier reinpacken. Getrocknet. Das ist auch getrocknet. Das ist auch getrocknet. Die sind auch alle getrocknet.
Oh, nee, eins davon. Ach so, okay, alles klar. So, dann werden wir hier jetzt den ganzen anderen Krempel völlig unsortiert erstmal lagern. Aber die beiden Sachen werde ich hier schon mal... Voilà, das war ein Zunderbündel zu viel. So, und dann sehen wir doch eigentlich wieder ganz gut aus. Ich werde jetzt nochmal kurz den Erste-Hilfe-Kasten hier besuchen und dort die überflüssigen Erste-Hilfe-Dinge reinpacken. Wie zum Beispiel die beiden. Davon werde ich mal... Ich erhöhe die Tabletten jetzt um 20, also auf 20, um 10 auf 20 von den Sachen, die ich normalerweise mal mitnehmen würde. Hier reichen mir 4. So, dann haben wir den Schlafsack noch. Da überlege ich ja echt, ob ich den reparieren soll, ne? Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd, ne? Weil bevor der kaputt geht, das ist der einzige Alternativschlafsack, den wir jetzt hier gerade haben. Was habe ich jetzt hoch rübergeholt? Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte Stoff haben. So. Es macht, glaube ich, durchaus Sinn, den Schlafsack hier mal zu reparieren. Ich weiß nicht, ob wir noch einen finden. Und ich hätte gerne echt einen alternativen Schlafsack. Deswegen mache ich das jetzt mal gerade noch in dieser Folge. Oh, wir haben schon wieder Überlänge für diese Verhältnisse gerade. Benötigte Materialien dann zweimal Stoff. Habe ich so wenig Stoff rausgenommen? Aus dem blöden Schrank hier. Brauchen wir nochmal 4 Stück. So. So als Ersatzschlafsack ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, den zu haben. So, und jetzt ist er fast wieder auf 100, also 92%. So, und dann können wir nämlich den Schlafsack quasi hier zu dem Werkzeug packen, glaube ich. Ja, guck mal, passt sogar noch rein. So. Perfekt. Okay, und dann gucken wir mal. Ich sortiere hier gerade noch zu Ende, ne? Auch wenn das gerade ein bisschen lästig ist. Sortiere ich trotzdem gerade noch zu Ende, denn die Streichhölzer machen wir natürlich noch raus. So viele Streichhölzer brauchen wir nicht mitnehmen. So. Und so. Und die auch noch. So, perfekt. Das sieht gut aus. Dann hier nochmal kurz den kaputten Pfeil zerlegen. Perfekt. So, dann die zweite Laterne nochmal zerlegen. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Gewicht gespart. Sehr schön. So sieht das Ganze doch wieder halbwegs ordentlich aus. Eine Laterne. Ja, Pfeilspitze, das sortiere ich später aus. In der nächsten Folge. Aber erst nochmal brauche ich kurz nochmal Licht. Nee, falscher Schrank. Denn wir müssen mal wieder was essen und trinken. Und ich werde mir jetzt hier nochmal die Limos vornehmen. Weil es einfach... die sind jetzt schon so weit abgelaufen, ne? Von daher lieber jetzt... Bevor wir jetzt eh schlafen müssen, wenn wir jetzt eine Lebensmittelvergiftung kriegen, ist es halt echt einfach nicht so wirklich schlimm. So, dann füllen wir nochmal mit Wasser ein bisschen auf. Und dann würde ich sagen, legen wir uns zum Schlafen hin. So. Ja, das passt auch in etwa. Wir sind zwar noch nicht so super müde, aber wir haben auch nicht mehr volle 10 Stunden Dunkelheit gehabt, aber wir werden trotzdem im Dunkeln aufwachen. Nämlich genau so. Ist aber nicht schlimm. Ja, ich würde sagen, das soll es für diese Folge mal wieder gewesen sein. Wir haben ein bisschen sortiert, wir sind in der Tankstelle angekommen, haben unsere Base hier aufgeschlagen und in der nächsten Folge werde ich erstmal die nähere Umgebung hier erkunden und dazu werde ich mir wahrscheinlich auch das Gewehr wieder zur Hand nehmen. Das ist mir einfach sicherer jetzt gerade hier an der Tankstelle. Gucken wir mal. Wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren und das Däumchen nach oben nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Long Dark wieder. Bis dahin. Tschüss.